Moonlighter! Hoppa, was gibt's Neues? Ach ne, das ist das Schild. Ah, jetzt haben wir immer nur dasselbe. Ah ja, dieses Fleisch ist irgendwie immer noch viel zu billig. So, habt ihr mir schon mal den ganzen Laden leer gekauft? Ja, mehr als 10.000 gemacht. Nee, die Verzauberung war ja 16.000. Oh, das kann ich mir leisten. Oder habe ich die jetzt schon? Mal schauen. Und für weitere 16.000 geht es dann noch mal weiter. Das kostet alles so viel Geld.
Ja, vom Segel hier. Mir vom Leib. Ich hab nichts zu lesen. Das wird immer was zu lesen bei den... Dann nehme ich mal an, dass da oben... Ne. Ich schätze dann mal,
Also ein Meißel bräuchte ich aber noch. Ja, hier, die schmeiße ich mal weg. Das ist nicht Sand war. So, den Meißel habe ich jetzt eingesammelt, oder? Was habe ich eigentlich alles? Bin Level 2. Bin jetzt in 3 kommen. Ich mache einfach mal meine. Ein weiterer Gegenstand fiel neben der seltsamen Kreatur zu Boden. Etwas einfacher zu verstehen als der Spiegel. Ähnlich unserer Anhänger kann man damit ein Portal nach draußen öffnen, um aus dem Dungeon zu entkommen. Aber da ist noch mehr. Dieses Portal bleibt auch nach der Verwendung geöffnet. Ach, das wäre toll. Dann könnte ich ja eventuell auch von oben hier in Level 2 springen. Das heißt, man kann zwischen den beiden Orten hin und her reisen. Einfach unglaublich. Unglaublich nützlich. Hätte ich das schon früher gewusst. Katalysator. Okay. Er braucht mehr Gold als unsere Anhänger. Wo ist jetzt hier dieser Katalysator? Katalysator mit Gold füttern und ich kann zwischen Dungeon und Dings. Das bin ich mir noch nicht sicher, ob er den auch aufgenommen hat. Ja, da unten. Der hier kostet jetzt 400 Gold und der kostet 2000 Gold. Dann kann ich da aber auch weitermachen. Wie wähle ich den aus? Was ist das eigentlich? Ein Spiegel. Ein Spiegel, der Gegenstände in ein wenig Gold verwandelt. Achso, ich kann jetzt zum Beispiel das hier nehmen. Eigentlich ist es eh nicht viel. Ich pack das in den Spiegel. Okay. Kriegt dann wieder Platz. Was ist das hier? Zahnstein oder sowas, ne? Das gab nur 5. Na, das brauche ich ja noch. Und noch mehr Zahnstein. Naja, dann ist es weg. Was gibt denn so einen Trank? Na, den brauche ich vielleicht noch. Ja, schmeißen wir aber nicht weg. Glasinseln bringen immer was. Wundwert, Herz, ja, Stoff. Und das kann ich dann öffnen, wo ich will, oder was? Schauen wir mal. Dann machen wir da oben lang. Was ist das?
Ist alles nur Zierde. Den kann ich schon nicht mehr aufnehmen. Das heißt, ich hab schon 10 Eisen. Obwohl Eisen ist mir eh nicht so wichtig. Was ist das hier eigentlich? Komm hier, der Zahnstein. Ständig in Bewegung sein. Na, ich mache mir hier so ein Dungeon. Mal ausprobieren. Kostet 2000. Nicht billig. A drücken? Jo. Teleportieren. Ist jetzt abgestürzt? Nein! Ach, da ist mein Portal. Ja, was raucht denn da so? Ja, dann verkaufen wir unser Zeug hier. Brauchen wir noch. Doch noch diese blöde Zahnstein eingesammelt. Ja, weil die 2000 muss ich jetzt mal wieder reinkriegen, ne? Ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt so lang bleibt, bis ich da fertig teleportiert habe und ein neues mache. Oder ob das, wenn ich wieder durchgehe, dann weg ist. Ja, komm, verkaufen, 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 verkaufen. Irgendwas verkaufen. Ich drück doch schon A wie ein Wilder. Jetzt verkauft er das Zeug.
So, fertig. Leer. Wie war denn das jetzt? 7000. 2000 hat mich die Reise gekostet. Ja, mit 9000 kann ich noch nichts anfangen. Also benutze ich immer das Portal. Und guck, ob es sich dann auflöst und ob es bleibt. Trommelwirbel. Ja, laden, 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 laden. Früher hat man das in 64 Kilobit. Ja, und also zum einmaligen Gebrauch und dann ist es weg. Ich verstehe. Was heißt das hier? Sendet Gegenstand in gezeigte Richtung sofort in den Laden. Ach, wie praktisch. Also wenn ich den jetzt... Das ist ein Flucheffekt. Sehe ich dann, was das ist? Ja, ich sehe, was das ist. Okay. Was hat der hier? Gegenstand geht kaputt, wenn du zu viele Treffer erhältst. Okay. Bei Rückkehr wird Gegenstand in gezeigter Richtung zu diesem. Okay. Sind die Gegenstände in gezeigter Richtung sofort in den Laden? Also wenn ich jetzt hier irgendwelche Wurzeln habe, zeigt in gezeigter Richtung sofort in den Laden. Wenn ich die jetzt noch da... An den, na hier. Blup. Ist er in dem Laden. Okay. Sehr schön. Und das ist hier. Mal gucken. Dass ich da irgendwas hole, wovon ich dann viel habe. Weil, Moment mal, wenn ich hier drei kristalline Energie zum Beispiel habe, macht er daraus drei Meißel. So interpretiere ich das. Vielleicht gibt es hier einen neuen Spruch. Sie sind wie Motten, das hatten wir schon mal. Ich bin jetzt gerade hier... Oh, ich bin Level 3 schon. Hatte ich das schon offen? Da war ich dann ja schon durch. Ja, das hat er sich aber nicht gemerkt. Naja, gibt's halt auch noch mal Beute. Willst du da rumpropellern oder willst du kämpfen?
Jetzt kann man hier sowas nehmen wie hier diesen Zahnstein. Der nichts wert ist und daraus macht er eine Meißel. Oh, und zu sehen, dass ich 10 Zahnsteine zusammenkriege. Das sind so viele Totenköpfe da in der Karte. Heißt das, das ist noch zu schwer für mich, oder? Zeigt den Gegenstand in so eine Richtung sofort in den Laden. Zerstört. Nun packen wir die Hölle in den Rand. So. Zerstört. Dann packen wir die Hölle nach unten. Was ist das hier? Aha, zu. Das ist ja irgendwie sowas. Zu. Goldruhen. Toll, sind die ja nicht. Dann packe ich die auch noch unten. Na, ich bin doch kreativ. Die beiden packen wir dann mal nach da. Was wollen wir denn mal in den Laden schicken? Die Glaslinsen? Dinge hier auf den Keks. Blöde Kombination. Keine Ahnung, was das bringen soll. Ich mag den Klang, komm, laufe ich drüber. Golemkern ist 100 wert. Warum stapel ich den nicht noch da drauf? Eben, ne?
Das war so Gasse. Ach, ich sehe sogar, dass da rechts ein Heilbrunnen ist. Dann schauen wir die beiden, gucken wir uns noch an, was es da gibt. Ist jetzt bald mal gut hier. Das Ding ist immer auch flott. Es lohnt sich nicht rüber zu gehen für, oder? Aber behalt doch den Schrott da. Eisenbahn sind nichts wert, oder? 25. 25. Ja, komm her. Das sind 6, kriege ich dann davon. Kann ich die nicht aufstapeln hier? Eben. Bisschen Platz. Schleifsteine habe ich eigentlich auch genug. Na mal gucken. Vielleicht sind die Schleifsteine ja dann zum Schluss mehr als die Golemkerne und 165. Frontalangriff gelaufen. Triff mich nicht, triff mich nicht, triff mich nicht. Ah, von hinten nehmen. So, was haben wir da noch? Zerstört Flucheffekt. Was ist das hier? Ja, dann können wir doch mit dem Ding hier erstmal zerstören. Bob. So, Fluch aufgehoben. Und dann können wir die auch stapeln. Gott. Ja, gleich mal was in den Laden. Na, alle natürlich.
Warum darf ich sie jetzt nicht mehr stapeln? Ach, wir haben auch einen Keks, hä? Sind die alle vereinzelt? Das ist ja ein Shit. Nur weil ich nicht weiß, was das ist. Überraschung! Ich mach mal zu. Mach mal wieder auf. Ist immer noch. Aber ich weiß doch, dass es das gleiche ist. Ja, dann verzichte ich. Sagt die Karte. Geh weg! Ich gerade irgendwie Programm dazwischen geschoben. Ich halt sowas. Zerstört bei Rückkehr ein Gegenstand in gezeigte Richtung. Aber ich kann die jetzt hier nicht zufällig da drauf, weil das ist ja genau derselbe Typ. Doch! Schön! Und den auf den? Geht auch. Was sind das jetzt? Meißel? Ich glaube nicht, dass ich den darauf stapeln kann, oder? Er hat es einfach ausgewechselt. Die waren gar nicht so viel wert. Ja, 400. Die müsste ich doch... Ja, weil sie unterschiedlich sind. Mit der Ranke. Der Rucksack ist voll. Bauen wir doch mal wieder einen Teleporter hin. Wir kaufen unser Zeug. Praktisch. Man muss nicht immer ganz oben anfangen. Aber 2000 ist auch nicht billig.